Moin und schön, dass du reingeschaltet hast. Heute geht's um das Trapez und ich möchte zusammen mit dir einmal die Fläche berechnen. Und bevor wir damit starten, schauen wir uns zunächst erst einmal die Formel etwas genauer an. Die Formel, die ihr im Unterricht gelernt habt, und zwar, ich schreibe hier immer so einen kleinen Buchstaben für die Fläche dann hin, das ist T für Trapez, ist gleich, Klammer auf, a plus c in Klammern mal h und das Ganze natürlich noch durch 2. Okay. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, was ist a, was ist c und was ist h? Und wir merken uns, dass die Seite a und die Seite c immer parallel gegenüber einander liegen. Das heißt also, egal ob das die Seite ist oder aber ob das die Seite ist, c ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kann auch a hier sein oder hier a sein, das ist auch in Ordnung. Wichtig ist einfach, dass a und c immer parallel gegenüber liegen. Und somit können wir jetzt zunächst erst einmal auch unsere Seite A markieren. Ich entscheide mich jetzt, dass diese Seite hier unten, das ist meine Seite A, die trage ich mir hier schon ein. Und das ist meine Seite C hier oben, da sie ja parallel ist, die trage ich mir hier auch ein. Und jetzt stellt sich natürlich so noch die Frage, was ist jetzt H? Und H steht in der Tat für die Höhe. Ihr kennt das sicherlich auch schon vom Dreieck. Und zwar die Höhe von unserem Trapez. Und die Höhe von eurem Trapez, die findet ihr immer heraus, wenn ihr immer einen rechten Winkel zu dieser Seite, also zu A oder zur Seite C, das Ganze dann berechnet. Okay, wir tragen uns also ein im rechten Winkel die Höhe h. Und das heißt also, wir haben dann das als h. Und somit können wir jetzt die Formel aufstellen. A t ist gleich a plus c mal h und das Ganze durch 2. Schauen wir uns das jetzt an ein paar Beispielen mal etwas genauer an. Wie ihr sicherlich die Formel jetzt gerade noch mal im Kopf habt, schreiben wir uns zunächst erst einmal wieder die Grundformel hin. A ist gleich, Klammer auf, a plus c, Klammer mal h und das Ganze durch 2. Wir haben hier die schöne Situation, dass ich euch bereits schon die Buchstaben rangeschrieben habe und somit ist das Zuordnen dann auch weniger schwer. Sollte es im Mathebuch dazu kommen, dass hier keine Buchstaben mehr stehen, wir merken uns, A und C liegen immer parallel gegenüber und ganz wichtig, ihr könnt die auch gern tauschen. Das kann C sein oder auch A, spielt wirklich keine Rolle. Wir setzen jetzt ein, A ist gleich, Klammer auf, 6 cm plus 3,5 cm mal die Höhe von 3,5 cm und das Ganze jetzt geteilt durch 2. Und wir nehmen uns unseren Taschenrechner und tippen ein, Klammer auf, 6 plus 3,5, Klammer zu, mal 3,5 und das Ganze durch 2. Und wir erhalten 16,625. Also 16, wir runden auf, da wir hier eine 5 als dritte Stelle haben, also 16,63. Und zwar Quadratzentimeter, da es eine Fläche ist. Und damit habt ihr auch schon die Fläche berechnet und könnt euer Ergebnis zweimal unterstreichen. Ein kleiner Tipp noch, achtet auch bei den Mathearbeiten darauf, ob euch euer Lehrer dazu ermutigt, dass ihr aufrunden sollt. Wenn ihr nicht aufrunden sollt, schreibt bitte erst das Ergebnis hier unten rein. Und dann später noch gegebenenfalls nachrunden. Oder aber auch, wenn da steht, nur 2 Stellen nach dem Komma aufschreiben. Wenn da nichts mit Runden steht, dann solltet ihr das einfach so übertragen. Okay, schauen wir uns jetzt noch ein weiteres Beispiel an. In diesem Beispiel siehst du, dass sich hier etwas verändert hat. Und zwar, dass diese schräge Seite hier jetzt plötzlich im rechten Winkel zu der Seite A steht. Und das spielt auch gar keine Rolle, da wir ja gelernt haben gerade, dass die Höhe immer im rechten Winkel zu der Seite A oder zur Seite C ist. Das heißt also, das ist unsere Höhe und somit können wir das auch als Höhe benennen und somit könnt ihr das auch so berechnen. Da gibt es oftmals auch im Mathebuch dann Schwierigkeiten und Nachfragen. Also hier bitte keine Angst haben, es ist wirklich einfach. A ist gleich, Klammer auf, A plus C mal H und das Ganze durch 2. Wir setzen ein, die Seite A 6,5 cm plus
5 cm für die Seite C mal die 3 cm für H, das ist unsere Höhe, und das Ganze teilen wir durch 2. Auch hier nochmal der Tipp, ich würde da so ein kleines T dahinter schreiben für Trapez. Das erleichtert euch das dann später auch, wenn ihr zusammengesetzte Flächen berechnen müsst, etwas mehr Kontrolle darüber zu haben. Wir rechnen das Ganze jetzt mit dem Taschenrechner aus, Klammer auf, 6,5 plus 5, Klammer zu, mal 3 und das Ganze durch 2. Und wir erhalten 17,25 und zwar Quadratzentimeter. Okay, das Ergebnis noch zweimal unterstreichen und dann seid ihr fertig. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video ein wenig helfen. Lass doch gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.